Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sven und heute stelle ich euch mal wieder ein Objektiv vor. Und zwar das TT Artisan 10mm F2. Bleibt dran! TT Artisan hat mir freundlicherweise das 10mm F2 als Leihgerät zur Verfügung gestellt. Das geht natürlich nach diesem Test wieder zurück, keine Frage, aber so hatte ich die Möglichkeit, das Objektiv für einige Wochen zu testen. Hinsichtlich der Inhalte des Videos gibt es keinerlei Absprachen. Ich bin also absolut frei, meine Meinung hier kundzutun und positive wie auch negative Aspekte zu benennen. Schauen wir uns das Objektiv also einmal näher an. Es kommt in dieser hochwertigen, schön gestalteten Box. Darin befindet sich nämlich die Silikatgel, der übliche, ich nenne es mal Papierkram. Dann das Objektiv. Dazu komme ich gleich. Und hier ist die erste Überraschung. Es findet sich ein zweiter Frontlinsenschutzdeckel. Dazu komme ich gleich auch näher. Das Objektiv ist, so wie man es von TT Artisan gewohnt ist, absolut hochwertig ausgeführt. Das gesamte Objektiv besteht nur aus Metall und Glas, ist absolut wertig verarbeitet und auch der Schutzdeckel ist aus Vollmetall. Schaut man sich das Objektiv nun etwas näher an, findet man die erste Überraschung und ich finde hier TT Artisan eine wirklich raffinierte Lösung parat. Denn auf den ersten Blick sieht es so aus, ich hoffe ihr könnt das sehen, als hätte man hier gleich zwei Streulichtblenden. Was hat das damit auf sich? Die äußerste Streulichtblende ist abnehmbar. So sieht das Objektiv ohne diesen zweiten Ring aus. Und dieser zweite Ring bietet die Möglichkeit, einen 72mm Filter einschrauben zu können, sodass man an diesem Objektiv problemlos zum Beispiel ND-Filter oder auch Polfilter verwenden kann. Oder wenn man mag, auch natürlich einen Schutzfilter. So sieht das Objektiv ohne den Filterring aus. Und genau hierfür braucht ihr jetzt den zweiten Frontlinsenschutzdeckel. Der passt jetzt nämlich hier super drauf. Und schon habt ihr das Objektiv geschützt, wenn ihr den Ring für den Filter nicht benötigt. Das Objektiv ist, wie ich gerade schon sagte, absolut hochwertig verarbeitet. Es bietet eine Offenblende ab 2.0 und lässt sich schließen bis Blende 16. Der Fokusring ist etwas schwergängig, geht aber flüssig, was ich persönlich als sehr vorteilhaft ansehe, denn so kann man sehr präzise fokussieren, ohne versehentlich zu verstellen. Ähnliches gilt für den Blendenring, der rastet sauber ein, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und ist ebenfalls relativ schwergängig, auch das empfinde ich als positiv, denn so kann man nicht versehentlich die Blende verstellen. Verfügbar ist das TT Artisan 10mm für Micro Four Third. Das ist das System, was ich persönlich nutze und was ich auch getestet habe. Für Nikon Z, Fuji X, Sony E und Canon RF Bajonette. Bei Micro Four Third entspricht die Brennweite von 10mm einem Blickwinkel von 20mm Kleinbildäquivalent. Das Objektiv ist insgesamt klein und kompakt gebaut, mit 340 Gramm, aber schon recht ordentlich wuchtig. Es ist insgesamt auch leicht, aber man hat auch gut was in der Hand. Hier merkt man halt eben, dass hochwertige Materialien, ausschließlich Metall und Glas, zum Einsatz gekommen sind. Es ist 63 mm lang und hat ein Durchmesser von 60 mm. Die Blende besteht aus 8 Blendenlamellen, was zu einem wunderschönen Lichtstern oder Blendenstern mit 8 Strahlen kommt, dazu später aber noch mehr. Die Naheinstellgrenze des Objektivs liegt bei 25 mm. Natürlich ist bei einem solchen Objektiv kein Bildstabilisator verbaut, das ist aber bei meinem Micro Four Third System kein Problem, denn in allen meinen Micro Four Third Kameras habe ich einen Bildstabilisator auch in der Kamera. Kommen wir auf die optische Leistungsfähigkeit des TT Artisan 10mm F2. Das Video ist in 4K gedreht, wenn ihr die Beispielbilder optimal beurteilen möchtet, empfehle ich euch, das Video in voller Auflösung anzuschauen. Bei 20 Megapixeln findet sich chromatische Aberration nur unter bestimmten Aufnahmebedingungen, definitiv nicht ständig. Im High-Resolution-Modus mit 80 Megapixeln sind chromatische Aberrationen schon ausgeprägter und häufiger anzutreten, aber auch hier vorrangig in den Randbereichen und auch da ist es keine Selbstverständlichkeit, dass chromatische Aberration auftritt, das nur bei ganz speziellen Aufnahmebedingungen. Wir haben eine leichte, aber sichtbare Vignettierung bei Offenblende. Ab Blende 2.8 ist sie kaum noch vorhanden,
ab Blende 5.6 nicht mehr wahrnehmbar. Wie bei den meisten Weitwinkelobjektiven gibt es auch hier eine leicht tonnenförmige Verzeichnung, die den Bildeindruck aber nicht nennenswert stört. Solltet ihr mal Aufnahmen erzeugen, bei denen es stört, zum Beispiel Architekturaufnahmen, dann ist das ein Programm wie beispielsweise Lightroom sehr einfach zu korrigieren. Ich habe gerade schon erwähnt, das TT Artisan 10mm arbeitet mit einer Blende mit 8 Lamellen, was zu einem Blendenstern mit 8 Strahlen führt. Der ist sehr schön anzuschauen, sehr ästhetisch, wie ich persönlich finde, und tritt schon ab Blende 2.8 auf, sodass tatsächlich kein allzu starkes Abblenden erforderlich ist, wenn man denn einen Blendenstern haben möchte. Die Schärfe ist im Zentrum schon bei Blende 2.0 recht ordentlich, mit einem gewissen smoothen Touch. Mit Abblenden gewinnt die Schärfe aber dazu. Die beste Schärfeleistung liefert das TT Artisan 10mm zwischen Blende 5.6 und 11. Bei Blende 16 tritt aber schon wieder eine Beugungsunschärfe auf. Es ist also nicht empfehlenswert, über Blende 11 hinaus abzublenden. Zum Rand hin haben wir bei Offenblende eine nachlassende Schärfe, die ab Blende 5.6 deutlich dazu gewinnt. Die höchste Schärfenleistung habe ich auch hier zwischen Blende 8 und 11 feststellen können. Bei Blende 16 macht sich auch hier schon wieder die Beugungsunschärfe bemerkbar. Es ist nicht ganz eindeutig, welche maximale Auflösung man mit dem TT Artisan erzielen kann. Meine Micro Four Third Kameras liegen zwischen 16 und 20 Megapixeln. Ich habe natürlich auch Aufnahmen gemacht mit meiner Lumix G9 mit dem High Resolution Modus mit 80 Megapixeln. Aber es ist nicht ganz eindeutig, wo hier der Sweet Point liegt. Im High Resolution Modus mit 80 Megapixeln ist auch im direkten Vergleich zu zeitgleich entstandenen Aufnahmen mit 20 Megapixeln bei 100% Ansicht ein gewisser Abfall der Schärfe zu beobachten. Der ist nicht dramatisch und angesichts der extremen Auflösung auch wirklich noch sehr, sehr gut zu verarbeiten. Aber es fällt halt eben auf, dass die Schärfe im Crop von 100% nicht mehr ganz so knackig und deutlich ausfällt. Dennoch werden im High-Resolution-Modus Aufnahmen erzeugt, die sehr, sehr detailreich sind und die man sehr gut verarbeiten kann. Ähnlich wie bei den 20 Megapixeln stellt man im High-Resolution-Modus auch da einen gewissen Randabfall der Schärfe fest, wenn man mit Offenblende fotografiert. Aber auch hier nimmt die Bildschärfe zu den Rändern mit Abblenden deutlich zu. Für welchen Einsatzzweck empfiehlt sich nun das TT Artisan 10mm F2? Nun, ich habe es einige Wochen testen können und ich habe es eingesetzt in den Bereichen Architekturfotografie, Dämmerungs- und Nachtfotografie, Landschaftsfotografie, Lowlight-Fotografie aus der Hand, das heißt mit ISO bis zu 3200 und Blende 2.8 bis 2.0 konnte ich mit diesem Objektiv wunderbar aus der Hand fotografieren. Ich habe mich erstmalig an Sternfotografie ausprobiert und selbstverständlich für Streetfotografie, denn das Objektiv ist klein, kompakt, unauffällig, gut zu bedienen und bietet eine tolle Bildleistung. So, das Objektivtest wäre kein richtiges Objektivtest, wenn ich nicht auch einen kurzen Vlogging-Test machen würde. Denn man kann natürlich mit diesem Objektiv auch wunderbar vloggen. Dafür passt die Brennweite einfach ideal. Ich begrüße euch hier morgens vom wunderschönen Möhnesee, an dem ich jetzt gerade auch Sonnenaufgangsfotos gemacht habe, unter anderem mit diesem Objektiv, aber auch noch mit einigen anderen. Und wollte euch hier einfach nur noch einmal demonstrieren, wie gut das Objektiv sich halt eben auf einer klassischen Handdistanz zum Vloggen eignet. Gut, es ist ein wenig schwer und aufgrund des starken Sonnenlichts muss ich hier halt eben auch mit Blende 8 arbeiten, weil eine offenere Blende hier zur Überbelichtung führen würde. Bevor wir zum Fazit kommen, zeige ich euch jetzt mal noch so einige Aufnahmen aus den verschiedenen Fotogenres, die ich in den letzten Wochen mit dem TT Artisan 10mm F2 aufgenommen habe. Und dann kommen wir auch gleich zum Fazit.
Was ist also mein Gesamteindruck des TT-Artisan 10mm F2? Nun, für einen sehr fairen Preis erhält der Käufer ein tadellos verarbeitetes Weitwinkelobjektiv, das mit nur selten auftretender chromatischer Aberrationen in Erscheinung tritt, die bei Bedarf in den meisten heutigen Fotosoftwares mit nur einem Klick auch zu beseitigen ist. Auch die tonnenförmige Verzeichnung und die Randabdunklung sind wirklich gering und sind in der Praxis zu vernachlässigen. Beziehungsweise können auch hier bei Bedarf in Software wunderbar nachgeregelt werden. Die Schärfe bei Offenblende ist gut, abgezeichnet dann tatsächlich sehr gut. Schon ab Blende 2.8 erhält man schöne Blendensterne und der Einsatzbereich dieses Objektivs ist ziemlich breit aufgestellt. Insgesamt also wirklich ein absolut fairer Preis und man bekommt eine ganze Menge für dieses Objektiv. Selbstverständlich hat das TT-Artisan 10mm f2.0 kein Autofokus, aber gerade diese entschleunigte Form des Fotografierens empfinde ich in letzter Zeit als sehr angenehm und entspannt und finde es auch reizvoll, mit dieser ursprünglichen Art zu fotografieren, nämlich alles manuell einzustellen, als bereichernd in der Fotografie. Wenn euch das also auch anspricht, dann schaut euch doch das TT-Artisan 10mm 2.0 einmal an. Meine Empfehlung habt ihr. Kurzer Spoiler, speziell für Micro Four Third. Ich werde dieses Objektiv in Kürze noch einmal mit dem Panasonic Leica Summilux 9mm f1.7 vergleichen, denn sowohl in der Brennweite als auch in der Offenblende sind sich die beiden Objektive ziemlich ähnlich. Schauen wir dann einfach mal, was man bei rum bekommt, halt eben für einen sehr unterschiedlichen Preis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch etwas gebracht. Wenn ja, würde ich euch freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like honoriert. Gerne selbstverständlich auch mit einem Abo. Wenn ihr Fragen habt, postet die bitte einfach unten in die Kommentare. Ich versuche alle Fragen zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch in eurem Hobby, speziell hier in der Fotografie, weiterhin viel Spaß und viel Vergnügen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!